Deutsches Militär in Mali? Ach ja, da war doch was. Genau. Und weil man sonst kaum etwas über den aktuellen Krieg in Mali hört, haben wir nochmal nachgehakt. Christoph Marischka vom Vorstand der Informationsstelle Militarisierung berichtet über die aktuelle militärische Lage in Mali und insbesondere natürlich über die Rolle der Bundeswehr vor Ort. Die Bundeswehr ist insgesamt mit knapp 1000 Soldaten in Mali präsent, aufgeteilt in zwei verschiedene Missionen. Einerseits ist sie mit bis zu 300 Soldaten im Süden nahe der Hauptstadt Bamako an der Ausbildung malischer Soldaten beteiligt. Das ist eine EU-Trainingsmission. Da wurden mittlerweile über 8000 junge Männer der malischen Armee ausgebildet, die dann anschließend in den umkämpften Norden geschickt werden sollen, um dort das Territorium wieder zu sichern. Auch im umkämpften Norden ist die Bundeswehr präsent mit bis zu 650 Kräften, mit einem sehr robusten Mandat als Kampfeinsatz im Rahmen eines UN-Einsatzes, den sie da praktisch führt, an dem insgesamt über 10.000 Soldaten beteiligt sind, aber 600 der Bundeswehr. Die haben ein eigenes Camp Castor bei Gao. Gao liegt noch am Fluss Niger nahe der Grenze zum Staat Niger. Und von dort aus nördlich kommt ein sehr unübersehbares Gebiet Richtung Algerien in der Wüste, wo verschiedene bewaffnete Gruppen de facto die Kontrolle ausüben. Der Norden und Osten Malis sind ja weitgehend Wüstenregionen. Geht es bei diesem Bundeswehreinsatz also weitgehend um Wüsteneinsätze und weniger um Städte wie Timbuktu oder Gao? Nein, auch Gao und Timbuktu sind de facto umkämpft. Also hier haben die deutschen Soldaten keine ausreichende Sicherheit, können sich nur in gepanzerten Fahrzeugen bewegen, werden auch immer wieder angegriffen. Also es sind schon etwa 100 Soldaten in diesem UN-Mandat umgekommen, auch schon mehrere aus Europa, jetzt noch kein Deutscher, aber einige Franzosen, auch Niederländer. Das Camp Castor, was auch ein bisschen außerhalb der Stadt liegt, dann wie immer nahe am Flughafen, wurde auch schon mehrfach angegriffen. Es waren auch schon Deutsche da in Gefechte verwickelt. Also auch die Städte selber befinden sich nicht wirklich unter Kontrolle der UN-Truppen. Gegen wen kämpft die Bundeswehr dort eigentlich? Wer sind die Gegner? Das ist eine komplexe Mischung. Es gibt einerseits 3 bis 4 Gruppen, die als dschihadistisch-terroristisch kategorisiert sind. Es kam jetzt noch in Zentralmali, was ein großes Problem darstellt, eine neue Guerilla-Miliz dazu, die sich aus der dortigen Bevölkerungsgruppe der Fulbe rekrutiert, weil eben vor allem die malische Armee bei dieser Rückeroberung dann auch verschiedene Massaker begangen hat und gewissermaßen rassistisch Leute unter Verdacht gestellt hat. Da unter dieser Bevölkerungsgruppe der Unmut sehr groß geworden. Die haben sich dann militarisiert und mehrfach Militärlager der malischen Armee überrannt im Zentralmali, was ein sehr großes Problem darstellt für die Nachschubwege aus dem verhältnismäßig sicheren Süden. Was ist eigentlich das Ziel der Angreifer? Sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich sicherlich einmal Dschihadisten, die dann auch vielleicht die Motivation haben, einerseits ganz lokal ihre Ordnung durchzusetzen. Andererseits da den Heiligen Krieg gegen den Westen und die Kolonialisatoren zu führen. Andererseits gibt es Gruppen, die da einfach jetzt durch die Teilnahme am Bürgerkrieg in den Verhandlungen um die zukünftige Machtverteilung, um die zukünftige Ordnung in Mali, die noch völlig offen ist, ihren Status verbessern wollen. Auftrag des UN-Einsatzes ist es eigentlich, die territoriale Integrität wiederherzustellen, also den Norden wieder unter Kontrolle in dem Gesamtstaat Mali zu schaffen. Es gibt aber im Norden eben auch separatistische Tuareg-Kräfte, die aber im Moment zusammen mit
der französischen Armee kämpfen. Also das ist ganz interessant und auch wichtig zu wissen. An vorderster Front kämpfen französische Soldaten, vielleicht eher aus der Luft am Boden, zusammen mit den Tuareg-Sezessionisten. Die befreien die Städte, in die dann anschließend die UN-Mission unter de facto deutscher Führung reingeht und die sichern soll, damit anschließend die malische Armee dort wieder die Kontrolle nimmt. Die malische Armee wird dann aber von den Tuareg-Sezessionisten wiederum angegriffen. Also es ist so, dass Frankreich und Deutschland da letzten Endes auch unterschiedliche Ziele zu verfolgen scheinen und sich die Gruppen da in einer komplexen Konstellation gegenseitig bekämpfen. Also die deutschen und französischen Truppen ziehen nicht an einem Strang, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Mandat der deutschen Truppen besteht darin, den Norden zu sichern, um da die Stationierung malischer Soldaten zu ermöglichen. Und die französischen Truppen, die im Grunde in einem nationalen Einsatz außerhalb des UN-Mandates agieren, die agieren zusammen mit den Sezessionisten im Norden Malis, die verhindern wollen, dass die malische Armee dort wieder hinkommt. Also klingt wild, ist aber so. Und es ist sowohl von Journalisten als auch von Diplomaten, EU- und deutschen Diplomaten, wird mittlerweile immer offener gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Frankreich letzten Endes die Autonomie oder Sezessionsbestrebung der Tuareg dort zu unterstützen scheint, was genau dem UN-Mandat eigentlich widerspricht. Bekommen wir jetzt dort eine neue destabilisierte Zone auf dem Globus? Oder auf welche Art könnte man in Mali wieder Frieden herstellen? Also auf diese Art jedenfalls nicht. Der jetzige Konflikt ist ja auch Ergebnis einer umfangreichen, schon seit Jahren andauernden Militarisierung der Region von verschiedenen westlichen Großmächten, die da dann im Detail doch auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Damit meine ich jetzt nicht nur den Libyen-Krieg, mit dem letzten Endes viele der Kämpfer mobilisiert wurden und die Waffen in die Gegend kamen, sondern schon zuvor haben da die USA mehrere große grenzüberschreitende Programme durchgeführt. Auch die EU hat Programme zur Militarisierung, zum Polizei- und Militäraufbau in der Region durchgeführt. Unter anderem haben sie ein Programm unterstützt, mit dem die Präsenz des malischen Staates in der Fläche, also im Norden Malis, verstärkt werden sollte, was letzten Endes dann diese Sezession des Nordens wieder vorangetrieben hat. Im Moment ist da von einem sehr langen Einsatz auszugehen. Also er ist so gefährlich wie der Afghanistan-Einsatz. Und letzten Endes ist die Zielsetzung aber noch viel unklarer. Also während man in Afghanistan ja auf dem Petersberg eine Regierung eingesetzt hatte, für die dann sozusagen die Herrschaft in der Fläche militärisch hergestellt werden sollte, ist in Mali überhaupt noch unklar, wie zukünftig das Land und die politische Macht geordnet werden soll. Und man hat da andere Akteure in der Nachbarschaft, die von diesem Krieg und Chaos, ich sag mal Algerien, auch profitieren und da mitspielen. Also Algerien könnte da durchaus eine Rolle wie Pakistan spielen, dass zumindest Teile des Militärs da die Aufständischen unterstützen, um sich andererseits wieder am Krieg gegen den Terror zu beteiligen und so weiter. Und der Einsatz hat gar kein klares Ziel, gar kein klares Ende. Und da sollen ja jetzt auch die großen Drohnen, wie sie die Bundeswehr zum Beispiel bis jetzt nur in Afghanistan einsetzt, hinstationiert werden. Und es wird auch ganz klar davon ausgegangen, dass die ersten bewaffneten Drohnen, die über die Bundeswehr wahrscheinlich ab 2018 verfügen soll, dann auch in Mali zum Einsatz kommen. Wie könnte man wieder Frieden in Mali herstellen? Wer könnte oder wer müsste dazu beitragen, Mali wieder zu befrieden? Ich glaube nicht, dass die Lösung, Mali zu befrieden, aus Deutschland kommen wird. Die Lösung wird jedenfalls nicht sein, die Region zu militarisieren, den Bürgerkrieg zu internationalisieren, dass letzten Endes nur noch Akteure die politische Macht unter sich aufteilen können, die sich entsprechende militärische Macht angeeignet haben. Ich glaube, wovon man sich verabschieden muss in einer gewissen Weise, ist in der ganzen Region sozusagen eine Form von Staatlichkeit durchzusetzen, wie man sie in Europa gerne herbeifantasiert. Mit diesen Staatseinnahmen wird der Staat niemals schaffen, eine repressive
Kontrolle der Grenzen und der Fläche hinzubekommen. Das heißt, man muss mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und den Regionen jenseits des Repressiven irgendein Auskommen finden, dass die sich auch in einem weiten Grad selbst verwalten können. Und ganz wichtig, auch angesichts des Klimawandels und der traditionellen Ökonomien in dieser Region, ist, dass diese Grenzen in der Wüste offen bleiben und nicht geschlossen werden, wie es eben europäisches Interesse ist, wo diese ganze Militarisierung der Region ihren Ausgang genommen hat. Also man muss sich da, glaube ich, auf ganz andere Vorstellungen einlassen, auch was die ökonomische Entwicklung angeht. Sagt Christoph Marischka vom Vorstand der Informationsstelle Militarisierung, im Internet zu finden unter www.imi-online.de.